Oh, ich sehe was noch roteres als rot. Ich sehe auch. Ja, das. Was? Warum kriege ich Cobwebs? Sehe nicht. Bah, weg mit dir. Hey, ich habe ein sehr ungutes Gefühl, wenn plötzlich Cobwebs neben mir auftauchen und überall um mich rum Pigmen sind. Und ich runtergra. Ja, schon wieder. Was ist denn hier los? Bestimmt irgendwo so eine Riesenspinne in der Nähe. Und wenn die in der Nähe ist, spawnt man wohl unter sich Cobweb, wenn man auf dem Boden ist. Testen. Sobald ich mich der Richtung nähe, müsste gleich. Jungs. Die sind cool. Wow. Die sind nicht cool. Was zur Hölle soll das? So tun als. Oh, ich hänge fest. Da, danke für den Feuerball zum Entfernen von dem komischen Ding. Die sind komisch drauf. Also sie greifen gerade nicht an, aber sie benutzen ihre Spezialfähigkeiten. Das sehr irritierend ist. Na gut, ich versuche mal die zu umgehen. Buddel mich einfach hier durch. So, ein bisschen nach unten. Oh, ein Haste mehr, sehr schön. Hier in der Ecke müsste das gewesen sein. Komisches grünes Zeug. Adamantium. Agajan. Ich will doch nur ein bisschen Redstone haben. Da. Okay, wenn ich das jetzt abbaue. Ja, nee, alles stinke ich, genau. Deswegen mache ich das Ganze ein bisschen schneller. Oh. Mach das weg. Oh. Jetzt ist alles vorbei. Okay, lauf. Flieg. Was war die Ausbeute? Ei, was? Der Rest explodiert. Ja, schön. Wir haben einen Nether Redstone Block abgebaut. Das wären 24 Redstone. Wenigstens läuft unsere Welt im Hintergrund weiter. Das heißt, während ich hier am Rumalbern bin, nichts gebacken krieg, wird wenigstens weiter gesiebt in unserer Heimatbasis. So, drei von den Dingern. Ist hier noch irgendwo mehr? Okay, weiterfliegen. Da. Ja, zwei Stück, sehr gut. Ah, wir haben schon anderthalb Stacks oder so. Ist ein Anfang. Ich hätte gern so eine richtig große Art, aber ich glaube, von denen gibt es gar keine große. Ah, geh weg. Oh, hier ist ja eine Festung. Haben wir schon eine Festung markiert? Waypoints? Nee, haben wir nicht. Okay. Also wir müssten eigentlich hier rein. Wow. Schmeißen Flaschen. Was für komische Typen seid ihr? Und dann hoffen wir mal, dass hier drin ein Gang ist. Hier drin. Und dass es kein Stützpfeiler ist. Es sieht aus wie so ein Brückending. Geh mal rein, rein, rein. Nee, hier ist ein Eingang. Zack. Nix, nix, nix. Oh, Arbeit. Das nehmen wir mit. Ding. So, flieg. Flieg. Da sind sogar ein paar Räume bei. Ah, und ich höre Blazes. Sehr gut. Ich sehe Blazes. Ich töte Blazes. One Hit. Okay. Ja, ich kann Blazes töten ohne Probleme. Obwohl wir ein Jetpack tragen, keine ordentliche Rüstung. Wobei, wir brauchen kein Blaze Powder, nicht so wirklich, aber wir können es ja sieben. Oh. Warum hast du Spezialfähigkeiten, du Blaze? Weg, 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 weg. Okay, wir setzen Wegpunkt, dann verabschieden wir uns von hier. Blazes, Schrägstrich, Fortress, dann raus. So. Da ist noch ein bisschen Redstone, das nehmen wir mit und danach verabschieden wir uns. War ja wieder erfolgreich. Also wir müssen jetzt. Flieg, flieg, ich sehe nichts. Flieg in Richtung, genau. Ich hätte mich vorher umgucken sollen, der hat mich irgend so ein. Oh, Bienen.
Ja, ich flieg weiter. Ja, gib mir noch einen Gast, ist okay. Warum regenerierst du nicht? Es fehlt nur eine Haxe. So, regeneriere gefälligst. Mann. Okay, also der Nähter kann doch gewährlich sein, zwischendurch mal. Ab nach Hause. Wie viel haben wir? 7 Stück. 7 mal 24 sind 150. Sind 2,5 Stacks. Ist okay, ist okay. Rein. Und dann gucken wir mal ins ME-System, wie viel das System geschafft hat, während wir da, ne, fast gestorben wären. Also ob sich's gelohnt hat oder nicht. Red. Gar nichts. Da läuft irgendwas falsch. Also ja, wir hatten teilweise keinen Strom. Oh. Wir hatten die ganze Zeit keinen Strom, weil ich vergessen habe, das Kabel wiederzusetzen. Du da. Falsches Kabel. Bam. Okay. Jetzt kann auch wieder Redstone produziert werden. Hier ist soweit alles okay. Genau, wir sollten das Zeug noch pulverisen, sonst bringt es uns gar nichts. Du, Pulverizer. Obwohl die meisten Sachen hatten doch Strom. Das Ding braucht zum Beispiel gar keinen Strom. Warum meckern die dann? Warte mal. Überprüfen wir. Du kriegst Zeug, klickst es nach unten an. Ah, wir hatten keinen Nachschub. Also ja, die Rüttler arbeiten auch ohne Strom, aber die Pulverizer haben nicht gearbeitet, weil sie keinen Strom mehr hatten. Und deswegen gab es keinen Nachschub. Aber trotzdem hätten doch ein, zwei Redstone-Dinger da ankommen müssen. Das ist sehr komisch. Raw Rubber. Hier wird nirgendwo Redstone-Pulver exportiert. Komisch, komisch. Okay, ich hätte gerne einen Pulverizer. Du, mach bitte das da. So. Rest ins System. Zeug, Zeug, mehr Zeug, 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 Zeug. Inva Boots. Oh, schick. Muss irgendeinen von den Pigmen umgebracht haben. Blast Protection. Oh, ist gar nicht mal so schlecht. Redstone. Das ist jetzt unser produziertes Zeug. Bam. 4 Stück. Was fehlte da oben? Also ein Reception Coil Ding. Okay. Bau bitte Magma. Dim, 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 dim. Redstone Transmission Coil. Bau davon bitte mal. Erstmal nur 5. So, 9 Stück. Okay. Hier hinten. Wir haben immer noch 1 Kilo Bucket Lava. Ja, okay. Ich will jetzt nicht zu viele Engines bauen, dass wir nachher keine Lava haben, um die alle zu füttern. Das wäre dann auch wieder peinlich. Du. Weil wir gut vorbereitet haben, ist alles instant angeschlossen. Sehr gut. Hier. Da. Und da. So, mehr Power. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, was haben wir noch? Wir haben alles wieder angeschlossen. Ja. Wir hatten ein Server-Rack gebaut. Wir wollten auch noch mehr Chips bauen. Man sieht hier zwischendurch immer orange blinken, rot blinken, das ist nicht so schön. Problem bei den Chips allerdings war es, genau, wir haben keine. Also wir haben keine goldenen, roten Assembly-Chips, die da, weil wir kein Redstone hatten. Und wir brauchen sehr viele von den goldenen Chips. Ein Cutting Knife bitte. Bau gleich zwei. So, rein. Max-Anzahl davon. Hin da. Alle einschmelzen. Okay, nächster Schritt wären Storage Fragment. Ne, Storage Cell. Das ist das kleinste. Und aus den Storage Cells 3 Stück machen wir da ein Storage Segment und aus den Storage Segments können wir die 4er Chips bauen. Und die reichen eigentlich. So, also davon brauchen wir jetzt 17 Stück. Schick, sehr schick. Jetzt haben wir gleich noch wieder keinen Redstone mehr. Du. Ja, wir könnten jetzt ganz viele Einer-Chips bauen. Das ist nicht so ganz Sinn des Ganzen. Aber ich guck mal kurz nach. Red.
Es muss. Genau. Da kommt ein Redstone. Ich wollte gerade sagen, weil es muss irgendwie Redstone reinkommen durch unsere Rüttler. Wenn nicht, wäre irgendwas richtig faul. Apropos richtig faul. Ich sollte mal die Pulverizer überprüfen, ob die Ausgänge wieder alle so sind, wie sie sein sollen. Genau, du schiebst es nach hinten raus, ist okay. Schiebst es zur Seite, schiebst es nach hinten raus, schiebst es nach hinten raus. Nee, ist okay. Du, da, das da. 4K Storage. Braucht. Warten wir jetzt auf 3 Redstone. Gosh, wo kommt Redstone raus, wenn wir was sieben? Das. Warte. Also das Gravel nicht. Sand. Ich weiß nicht, was bei Sand rauskommt. Ich glaube, es ist primär Dust. Wir brauchen mehr Dust. Stapelt sich Dust im System? Nö. Wird alles instant verrüttelt. Oh, warte mal. Haben wir da einen Engpass? Ich guck mal kurz bei dem Dust-Ding. Jetpack, ja, wird langsam leer. Geht. Also ich sehe jetzt nicht, dass das Dust-Fältchen hier langfristig leer ist. Also nee, es kommt zu keinem Engpass beim Rütteln. Eventuell würde es Sinn machen, eine 5%ige Steigerung bei der Dust-Produktion irgendwie hinzubekommen, damit hier niemals Leerpause ist. Ich wollte den Vakuumhopper nicht anklicken, ich wollte das Ding anklicken. Und damit hier sich was staut. Aber, ne. Erstmal kriegen wir keine 5% Steigerung hin, weil es gibt keine Boost-Module für die Maschinen da, soweit ich weiß. Und zum anderen, hey, sind nur 5%. Ist okay. Das heißt, ich muss einfach nur Geduld haben. Ich sollte nicht so viel Redstone auf einmal verballern. Und einfach zwischendurch nochmal in Nether gehen. Und dann das Ganze vielleicht etwas koordinierter. Also, dass wir vielleicht noch einen Trank dabei haben zur Heilung, dass wir ein volles Jetpack haben. Verzaubertes Equipment vielleicht. Also, dass die Feuerbälle und Gift und Dunkelheit und was weiß ich uns nicht mehr so viel anhaben. Weil da drinnen zu sterben wäre doof. Da müsste man noch mehr rein. Da müsste man erstmal Ausrüstung sich zusammensuchen, damit man noch mal reinkommt. Deswegen ist es übrigens sehr gut, dass wir ein zweites Jetpack haben. Wenn wir da drin verrecken, dann brauchen wir auf jeden Fall das zweite Jetpack. Und müssen dann ein drittes bauen, damit wir ein neues Ersatz-Jetpack haben. Ja, sowas halt. Na gut, ich bin froh, dass wir es jetzt erstmal geschafft haben, dass das System hier oben soweit funktioniert. Ich sollte das Jetpack auch anlegen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, wie stark die Reinpumpgeschwindigkeit und die Rauspumpgeschwindigkeit jetzt sein muss. Also unten muss die Rauspumpgeschwindigkeit, also ins ME rauspump, ne? Also von den Dingern ins ME-System. Das muss auf die zweite Stufe. Sonst hatte sich das ja gestaut. Das ist richtig. Aber hier, wie schnell das hier rein muss. Das ist auf der kleinsten Stufe und es ist voll. Ja, okay, es sind auch noch nicht alle Dynamos da. Das müssen wir dann später im Auge behalten. Also wenn wir sehen, dass das Ding später leer ist oder dass das da unten voll ist, wenn eins von beiden der Fall ist, also wenn es genau andersrum als jetzt ist, dann haben wir ein Problem. Das sind unsere Indikatoren. Sollte ich eigentlich mal Schilder ranmachen oder so, sonst vergesse ich das wieder. Aber gut, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Wir haben jetzt genug Strom. Wir haben anscheinend auch genug Lava. Das krebst nämlich immer noch bei 1 Kilo Bucket rum. Was wir jetzt brauchen, ist mehr Redstone für die Chips, damit wir mehr Zeug einlagern können. Und dann hatten wir noch ein größeres Projekt, was wir demnächst machen wollten. Tesserakts. Wobei das eigentlich nur so ein Luxusding ist, was wir gar nicht wirklich brauchen. Was bräuchten wir denn? Wir bräuchten mehr Invar und so weiter. Das machen wir in der Smeltery in der nächsten Folge, das ist richtig. Aber so wirklich was... Reaktoren! Das wäre noch ein Punkt. Wurde auch schon mehrfach angesprochen, dass ich einfach so einen kleinen 5x5 Reaktor hier hinten reinstopfen soll. Und, was aber auch viel zu ressourcenlastig ist, der Crafting-Computer. Dafür haben wir noch nicht die Ressourcen. Weil er braucht sehr, 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 sehr viel Zeug. Obwohl, es ist primär Eisen. Und Eisen haben wir... Eisen haben wir inzwischen. Das ist schon mal sehr gut. Aber die anderen Sachen.
Ja, das versuche ich auch in den nächsten Folgen, ne, mich auch dran zu setzen. Ich sage es jetzt schon zum zweiten und dritten Mal, aber ich habe es dann nie gemacht, die Dinger hier. Also für jede Metallart hier noch so ein Ding aufzubauen, damit wir wirklich immer alles an Metallen vorrätig haben. Und dann könnten wir zwischendurch auch wieder ins Questbuch gucken. Wobei ich ehrlich sagen muss, die Quests im Questbuch sind momentan wirklich nicht meine Priorität. Das merkt ihr vielleicht auch. Es geht mir erst darum, alles an Maschinen aufzubauen, damit wir einen guten Rückhalt haben. Und dann können wir nach und nach die Quests machen. Wobei sowas wie den Igneous Extruder, davon 30 Stück aufzubauen, damit wir schon mal genug Kobbel haben für die eine Quest, wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Also es gibt eine Quest, wo man das alles so komprimieren muss. Hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Weswegen ich auch zwischendurch das hier mache. So. Um Platz zu sparen. Und halt Richtung Quest zu arbeiten. Und dafür braucht man richtig, richtig, richtig viele Igneous Extruder. So, Triple Compressed. Wir brauchen Octuple Compressed. Das dauert eine Weile. Also sowas könnte man aufbauen. Weil das wirklich eine der Quests ist, die am längsten dauert. Aber die ganzen anderen Quests, die sind innerhalb von ein paar Minuten abgehakt, sobald die Maschinen erstmal alle stehen. Wenn ich die jetzt schon anfangen würde, wäre es einfach nur Zeit- und Ressourcenverschwendung. Deswegen lasse ich das meistens. Also, nächsten Folgen eventuell mit dem Reaktor anfangen. Gucken, welche Sachen wir für den Crafting-Computer wirklich brauchen. Aber wenn das primär Eisen ist, dann können wir damit ruhig schon anfangen. Und das macht unser Leben dann nochmal wesentlich einfacher. Und was sehr wichtig ist und auch nicht schwer und auch nicht viele Ressourcen braucht, sondern einfach nur Geduld und Zeit und Muße. Hier die restlichen Metallblockhersteller aufzubauen. Ja, also bis gleich.